Wer einen Mann feuert, ja, der erzeugt einen Arbeitslosen. Wer eine Frau feuert, der erzeugt eine Hausfrau. Aber wer einen Bernd Stromberg feuert, der erzeugt Ärger. Hm? Aber nicht so knapp. Berthold, den Hocker bitte mal hier rüber. Ja, lirum larum, die meisten von euch haben es ja mittlerweile sicherlich schon erfahren. Die Kapitol hat mich vor die Tür gesetzt. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Ich war gestern Abend eingeladen mit den Vorständen zusammen an einem, ja, ich sag's ganz offen, an einem Gelage teilzunehmen. Ja. Mhm. Ja, es gab teuren Wein und billige Weiber, aber ich habe gesagt, nee, habe ich gesagt, nicht mit mir. Ich bin ein ganz normaler Angestellter und entweder es kriegen alle Wein und Weiber oder ich mache da nicht mit. Ja? Ja. Aber das Ergebnis ist, man wirft mich einfach raus. Das Schlimme aber ist, früher oder später wirft man auch euch raus. Ja, denn die Versicherung, der wir alle so voll und ganz vertrauen, ja, unsere Kapitol wird radikalst rationalisieren. Und was das auf Deutsch heißt, wisst ihr wohl alle. Aber Orgelfeier. So, die meisten von euch werden demnächst rausgeworfen. Doch, du. Ja, und du, und du, und du, und du, und du, und du. Die Pläne sind alle fertig. Und als ich das erfahren habe, da habe ich gesagt, ne. Ja, habe ich gesagt, ne, da mache ich nicht mit. Es kann nicht sein, dass ich an einem Abend Urkunden für langjährige Mitarbeiter verteile und am nächsten Abend verteile ich Kündigung oder was. Sowas macht der Papa nicht. Weiß eigentlich schon. Also ich werde jetzt bei diesen feinen Herrschaften da denen meine Meinung noch mal vorgeigen. Und wenn ihr dieselbe Meinung habt, kommt ihr einfach mit. Ja. 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 Ja.